Wissenschaftler setzen für die Erfassung einer Eiszeit voraus, dass mindestens einer der Pole gänzlich vergletschert ist. In der Geschichte der Erde gab es mehrere große Eiszeitalter. Die wichtigsten sind die Huronische Vereisung vor ca. 2 bis 2,5 Milliarden Jahren, die Eocänische Vereisung vor ca. 600 bis 750 Millionen Jahren, die Silurische Vereisung vor ca. 430 Millionen Jahren und die Permokarbonische Vereisung vor ca. 280 Millionen Jahren. Zwischen Kalt- und Warmzeiten. Die letzte Kaltzeit begann vor 2 Millionen Jahren und endete vor 10.000 Jahren. Damals war Nordeuropa von einer Kilometer dicken Eisschicht bedeckt. Heute befindet sich die Menschheit immer noch mitten in der Eiszeit, jedoch in einer Wärmezeit. Erst wenn kein Eis mehr auf der Erdoberfläche auftritt, ist das Quartal-Eiszeitalter beendet.